Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Ach, Verzeihung. Naja. Alter, was hier los ist? Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Okay, unterhalten Sie sich über Sauerkraut. Gondelstation. Mhm. Das wirkt alles so ruhig gerade hier. Zu ruhig, wenn du mich fragst. Ich vermute, er hat eine Waffe. Er ist bei ihr. Hey. Klar. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Entschuldigung. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Sie werden sich Ihren Anzug noch mit Senf bedecken. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Alter! Ah! Gehen Sie weg von mir! Was ein Drecksack! Ach du Scheiße. Oh Gott. Hinterher mit Steinen. Ja, lass dann alle kommen. Dann sollen sie kommen. Alter Schwede. Aua, was wer, Alter? Alter Falter. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt muss ich aber aufpassen. Alter, was ist denn? Uah. Elizabeth! Verfolge Elisabeth. Ja, Moment, lass mich mal eben noch mal kurz die Leichen durchsuchen, dann geht's sofort weiter. Alter, was ein mieser Drecksack. Hätte ich mal direkt meine Waffe gezogen. Verdammt, aber ich wollte die Tickets haben. So. Wo? Uah. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Stürzt sich der Vogel auf uns? Okay. Schockjockey. Okay. Wo ist sie? Ich frage mich auch, wo sie gerade hin ist. Sie war ja alleine. Toll. Wo geht's denn hier lang? Ich gehe erstmal hier gucken. Munition für Schrotflinte voll. Ich habe gar keine Schrotflinte gefunden. Ah, guck mal. So, was machen wir denn? Machen wir ruhig mal Gesundheit. Diesmal wieder. Ich fühle mich schon besser. Mhm. Gut, dass wir hier lang gelaufen sind. Sonst hätten wir das liegen lassen. Ach, das ist der Schalter von der anderen Seite. Achso, okay. Besser ist das. So. Bevor ich jetzt da oben hingehe, erstmal hier gucken, wo ich hier lang komme. Wo geht's denn hier? Ah, hier. Okay, ja. Wieder jede Menge Kohle.
Rauchen, trinken. Super. Munition ist voll. Der Schrank, da haben wir schon alles. Hier ist noch... Oh, ein Voxophon. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen. Und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen. Und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Naja. Da ist Elisabeth. Da oben. Bleib einfach, wo du bist. Bleiben Sie mir verbleiben. Hey, komm zurück. Hey, sie soll warten. Elisabeth. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich sie fürs Diesseits zu bewahren. Bring Elisabeth zu First Lady. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe. Oh, guck mal, ein Riesenrad. Lol. Und hier komme ich wieder zurück, ne? Genau. Ja, nee, das, nee. So, mal eben umschauen. So, Kaffee trinken. Ja... Aufnehmen, Silberigel. Danke. Sehr nett. Das heißt, da unten regnet es dann immer, ja? Wahrscheinlich deswegen regnet es bei mir immer. Weil gerade Columbia über mich drüber fliegt. So. Na. Soldier Field. Oh Gott, Main Street, Ferris Wheels, Eieieiei, Arcade, Battleship Bay. Oh Gott, da haben wir noch einiges vor uns. Eieieiei. So, warte mal. Wenn wir einmal hier sind, mal ausprobieren. Aber wenn Elisabeth das rauskriegt, dass wir nicht nach Paris wollen, dann gibt's, glaube ich, richtig Theater. Ja, dann wollen wir mal. Ab nach Battleship Bay. Sie glauben, dass das Mädchen eine Prophezeiung entstammt. Die Leute sterben für ihren Glauben. Oder sie töten sie dafür. Soldier Field Welcome Center. Sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja, dazu brauche ich aber, glaube ich, irgendwie was anderes. Glaube ich, so ein Elektroschock-Ding wieder. Aus den ersten Teilen von Bioshock. Du hast ein Lockpick gefunden. Hier sind 5 weitere, weil du Industrialrevolution gespielt hast. Hier ist etwas Geld. Habe ich noch gar nicht.
Was für Industrialrevolution? Liegt wahrscheinlich daran, weil der Season Pass in dem Spiel drin ist. Bei der Kollektion. Erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Boah, geil. Alter. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär. Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Ist klar. Und der Prophet möchte natürlich je früh wie möglich die Kinder damit einbinden. Macht Sinn. Kinder sind ja einfacher zu lenken, was das angeht, als wie ausgewachsene Menschen. Oder Erwachsene. So, dann gucken wir mal. So, ich glaube, das Ding kriege ich auf. Ja, dann mach mal. Kannst du das knacken? Mal sehen, was ich tun kann. Ach so, sie macht das dann für uns. Aber was mir aufgefallen ist, wir spielen ja jetzt schon eine ganze Zeit, wir spielen jetzt schon so circa 2,5 Stunden. Weil ich gerade hier Lockpick und so sehe, wir haben noch nicht einmal was zu hacken gehabt, ne? Also so wie in den anderen Teilen. Bei den anderen Teilen war es ja so gewesen, dass man so Maschinen hacken musste oder Saves oder so und dann hat man so besondere Sachen gekriegt. Wenn uns jemand hier findet. Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Und das genau. Mit Waffen. Mit Waffen suchen wir nur die Toiletten. Normalerweise nicht. Aber so mit Hacken, so, weißt du, so wie beim zweiten Teil, dass du da ein Safe hacken musst oder so, das fällt komplett hier weg. Das ist nicht mit drin. Also, habe ich bisher noch nicht gesehen. Vielleicht kommt das noch, aber ich glaube nicht. Weil dann hätte uns das Spiel doch bestimmt schon da mal mit eingebunden. Geld und alles nehme ich mit, weil wir schon dabei sind. So, wo sind wir hier? Was ist hier? Aha, ein Bild. Mehrere Schränke. Zuckerwatte. Aha. Kriegst du das auf? Sieht kinderleicht aus. Kostet 5 Lockpicks, Alter. Erledigt. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Ach so, ich kann mich jetzt entscheiden, entweder Pistole. Ach so, okay. Ja, dann bleibe ich doch hier bei dem Karabiner. Kann ich die Munition hier noch aufnehmen, oder? Ja gut, komm. Das wollte ich gar nicht. Ich vergesse mal, dass Zoom auf dem rechten Stick ist. Egal. So. Wie kommen wir denn... Ne, so geht das nicht. Versuchen Sie es aufzudrücken. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Naja, wir können es bestimmt gut gebrauchen. Schauen wir mal. Oh, Salz. Lol. Wie cool das gemacht ist. What the fuck? Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Würde ich sagen, dass wir erstmal... Okay, den juckt das gar nicht, dass wir mit einer Knarre hier rumrennen. Den juckt das allen gar nicht. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns noch ein bisschen um. Und schauen mal, was wir hier so finden. Bevor wir jetzt dazu... Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Ach, hier geht's jetzt zu Gondel zur First Lady. Nee, da will ich ja noch nicht hin. Erstmal gehe ich hier gucken. Können wir vorstellen, dass wir sowieso nicht direkt dahin kommen. Oh. Ah, hier gibt's Waffen. Ja. Schön. So. Oh, ein Karussell. Kann ich damit fahren? Was? Ich stell mir gerade vor, sie auf einem Karussell. Ja, guck mal. Hui. La, 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 la. Wissen Sie, wieso sie mich hier rausholen soll? Die Leute werden wohl was von dir wollen.
Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Hallo. Selber hallo. Die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich hab ne Knarre, Kumpel. Hey. Warum? Was denn? Ah, sie haben unseren Verkaufsschlager entdeckt. Warum fragt Booker eigentlich sie nicht, was ist mit dem Stehlen? Ah, hier kann ich jetzt stehlen. Da muss ich aufpassen. Schön, was? Warum? Mit Spannhebel, aber der geht weich wie Butter. Eisenkopie stehlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum Booker jetzt eigentlich sie nicht fragt, was es mit diesem Zeitriss auf sich hat, wo er da Paris gesehen hat, frage ich mich gerade. Weil wenn ich doch Booker wäre, würde ich fragen, hör mal, was hast du denn da gemacht und so? Ich hab dich damit gesehen und so und tralala. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? Das... So eine Art... Ich, bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Hier hat einer die Kasse schon ausgeräumt, so wie das aussah. Wie die alle gucken. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Interessieren Sie sich für Gärtnerei, Mr. DeWitt? Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Gärten. Und wo ist das? Da, wo es keine Gärten gibt. Nur Friedhöfe. Ich muss mir das nochmal anhören. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an. Ah, Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Naja. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Uiuiuiui. So, dann können wir nochmal hier gucken. Hier war ja auch noch jede Menge gewesen. Wie geil das gemacht ist. Sir, Sie misst Zuckerwatte gefällig? Was, ich? Nö. Also nicht, dass ich wüsste jetzt. Ich, nö. Zuckerwatte, Zuckerwatte, hier bei mir. So, hier waren wir noch nicht. Hier ist hier so eine Jahrmarktbude. Okay. Silver Eagle. Ich hab Geld gefunden. Oh. Wo bist du denn? Danke. Perfekt getan. Ah, guck mal hier. Haben wir bestimmt noch nicht gesehen. Gucken wir mal rein. So. Der mächtige Songbird. Fürchtet euch nicht, brave Bürger Kolumbiens. Der wahre Patriot hat vom Songbird nichts zu befürchten. Naja. 11 von 37, hui. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Echt? Gib mir mal so ein Eis. Boah, könnte ich jetzt gerne mal essen, so ein Eis, ey, wäre schon geil. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Das Antlitz
Gottes, ey, der mit seinem Spiegel. Was gibt man kleinen Patrioten? Was ist patriotischer als ein Hotdog? Holt das euch Hotdogs! Holt euch Hotdogs! Man halt die Klappe, da ist nichts drin! Ich nehme einen. Ein für den netten Herrn und sein hübsches Töchterchen. Oh. Genau. Wie sieht's aus? Wie alt sind sie? Südlich der 40, nördlich von dir. Hotdogs! Heiße Hotdogs! Wir haben Dogs für Boys. Ich finde die Gespräche von den beiden total geil. Passt so irgendwie. So, ja, haben wir soweit alles? Oder kamen wir da hinten schon? Kriegen wir solchen Ärger, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Warte mal, haben wir hier waren wir noch nicht, ne? Oder? Oder waren wir... Da waren wir auf jeden Fall schon, aber hier... Wie geil das aussieht. Unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Ein Tonikum. Pfingst, Wunderformel, unzeichnliche Mysterie. Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Ja, danke, Elisabeth. Elisabeth. Das Kind heißt Elisabeth. So. Elisabeth. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum... Danke. Sehr aufmerksam. Weißt du, Sallys Junge war im Comstock Center. Weiß man schon was? Noch nicht. Oh Gott. Bin gespannt, wann wir die zwei da wieder treffen. Mit ihren kleinen Mini-Test. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Dann probieren wir es mal aus. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockel zu laufen. War ja klar. Hm. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Ja. In der Hall of Heroes. Läuft ausschließlich mit Fink Industries. Bist du ein Schlauch? Oh, oh. Zu allem entschlossen. Geil, wenn er mit uns arbeitet, voll geil. Alter Schwede. Spannung pur. So, dann gehen wir uns mal Schockjockeys holen. Unsere... Achso, Pistole können wir da... aufnehmen, aber wir haben ja... So. Bisschen Salz können wir gebrauchen. Ja, wir haben fast gar nichts mehr. Warte mal eben. Achso, hier können wir nur updaten, ne? Die Teufelsdingen. Warte mal, das können wir mal machen. Dann können wir uns mal upgraden. Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Bitte. Danke. Sie guckt immer so traurig. Mann. Achso. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Der Fahrstuhl steckt geblieben. Jetzt sind wir alleine. Jetzt sind wir alleine. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Dann gucken wir mal. Der Sicherungskasten hier. Vielleicht irgendwie mal abziehen. Ja. So. Ach, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee.
Was war das? Wow. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Das Songbird. Ich versuch's ja! Schließ sie! Wow. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Warum ist Booker so stur? Das gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Naja gut, warum er so stur ist und wie wir da weiterkommen, ob wir vielleicht doch nochmal so einen Riss sehen werden, ob Elisabeth immer noch da rechts im Bild steht. Ganz viele Fragen und ganz viele Antworten erst in der nächsten Folge bei Bioshock Infinite und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, das war's erstmal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.